Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Koschig ganz nah dran. Heute bei... Und nun viel Spaß. Ich möchte Sie nur ganz kurz recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Abend. Ein politischer Abend. Mit Wirtshausmusik in einem Zelt, weil Sie hier erst Kerber hatten. Ich möchte nur ganz kurz, bevor er eintrifft, unseren Bundestagsabgeordneten doch ein bisschen hochloben. Ja? Ich bin ja dafür bekannt, dass ich vor allem Männern sehr kritisch gegenüberstehe, außer meinem eigenen natürlich. Und von daher darf ich Ihnen versichern, ich bin ja auch schon etwas länger in der politischen Arbeit aktiv. Länger, als ich jetzt im Landtag bin natürlich. Und kenne den Hartmut Koschig sehr gut. Seit seiner Zeit, eigentlich seit er im Bundestag ist. Er ist ja bereits 1990 als Forchheimer über die bayerische Landesliste in den Bundestag eingezogen und kam dann 4 Jahre später zu uns in die Region als Stimmkreisabgeordneter. Und ich darf Ihnen als kritische Frau versichern, er ist wirklich ein engagierter Mitstreiter in unserer Region. Wir haben auch eine sehr gute Zusammenarbeit über alle politischen Ebenen hinweg. Und ich denke, das ist das Wichtigste, dass hier ein gutes Zusammenspiel gut funktioniert. Denn das kann eigentlich die Ergebnisse dann für unsere Region nur positiv beflügeln. Steht natürlich heute Abend unser Hartmut Koschig, für den wir das alles gern machen. Und ich freue mich, dass ihr euch für das Bier und für die Musik und auch für die Politik interessiert und gekommen seid. Schön, dass ihr aus dem kommunalen Bereich die Vertreter aus den Gemeinderäten aus Aufsess, aus Blankenfels und aus der Stadt Weicherfeld mit da sind, die Bürgermeisterin von Blankenfels ist wieder, wo ist denn die Luis? Oder gerade da ist wieder genesen, freut mich, Luis. Dass du da bist, dass wir uns miteinander heute unterhalten können. Es geht halt um die Bundestagswahl und ich kann euch meine Wahlempfehlung geben. Ich werde die CSU wählen und werde den Hartmut Koschig wählen, weil ich denke, beide haben es verdient und macht euch ja eure Gedanken drüber. Sondern wir wären stolz drauf, wenn wir sagen können, und er hat noch einmal 8% zugelegt. Das wäre eine Sache im Stimmkreis Bayreuth-Forchheim, die wir ihm mitgeben könnten, liebe Leute. Und wer weiß, vielleicht kommt er ins Kabinett. Das zeige ich dazu. Ich habe ihm schon immer mal gesagt, Hartmut, im Verkehrsministerium wirst du mal wieder auftauchen. Ich weiß nicht, vielleicht stimmt es einmal, aber er kann auch an dieser Stelle sehr viel für uns machen und ist ein wichtiger Vertreter in Berlin. Aussucht, einige politische Akzente setzt, aber vor allem auch ein bisschen über gute Stimmung in unseren Wirtshäusern miteinander besser ins Gespräch und in Kontakt kommt. Wir haben auch ein Liedblättler vorbereitet, da können wir auch mal das ein oder andere singen. Der Theo Knopf und das Rotmain-Trio und der Landrat werden uns dann auch entsprechend begleiten. In Zochenreuth, in der Gemeinde Aufsess, bin ich nicht das erste Mal. Mich verbindet eine ganze Reihe von Erlebnissen, auch Bemühen, hier ein bisschen was nach vorne zu bringen mit der Ortschaft. Ob es die Frage ist, wie der ein oder andere nach vorne strebende Gewerbetreibende hier sich entwickeln kann. Ob es die Frage ist, wie es mit der Dorferneuerung und auch der Frage der entsprechenden Bezuschussung ist. Natürlich, das weiß ich, bewegt hier die Menschen ein Thema, wie es mit der Ausweisung von Wasserschutzgebieten weitergeht. Das ist ein Thema, wo wir mit der Schutzgemeinschaft in allernächster Zeit auch ein Gespräch führen werden. Monika Hohlmeier, Gudrun Brendel-Fischer, Landrat Hübner und ich.
Also wir sind an den Themen dran. Heute möchte ich Ihnen einige Akzente sagen zur bevorstehenden Bundestagswahl. Wir erheben keinen Anspruch darauf, dass alles, was nach dem Krieg in Deutschland entstanden, gewachsen ist, dass das nur mit uns zu tun hat. Das war, wenn man sich 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland anschaut, Gemeinschaftsleistung vieler politischer Kräfte. Aber die entscheidenden Weichenstellungen haben wir mit vorgenommen. Der Franke Ludwig Erhard aus Fürth gebürtig, er hat die soziale Marktwirtschaft mit konzipiert. Die wenigen wissen, dass er damals ins Visier der Nazis geraten ist, deshalb Fürth verlassen musste und in Bayreuth bei dem Fabrikanten Bayerlein Unterschlupf gefunden hat und beim Fabrikanten Bayerlein in Bayreuth seine ersten Überlegungen für die soziale Marktwirtschaft entwickelt hat. Der junge Franz Josef Strauß war als ganz junger Mann im Frankfurter Wirtschaftsrat mit dabei, als auch die soziale Marktwirtschaft aufgebaut worden ist. Und ich glaube, es war ein Glücksfall für den Neubeginn im freien Teil Deutschlands, dass Konrad Adenauer zum Bundeskanzler gewählt worden ist und die ersten Weichenstellungen vor 60 Jahren kluge Frauen und Männer von CSU und CDU vorgenommen haben. In der Krise haben wir einen jungen Oberfranken nach vorne geschoben, den wir zwar in Oberfranken kannten und den Namen dieser Familie, den musste man in Oberfranken nicht buchstabieren. Ich selber bin durch seinen Großvater Karl Theodor von und zu Guttenberg, der in der Zeit, als ich angefangen habe, mich politisch zu interessieren, und Sie wissen, ich bin ein gebürtiger Forchheimer und Karl Theodor von und zu Guttenberg Senior war damals Abgeordneter für den Bundeswahlkreis Forchheim-Lichtenfeld. So war damals der Bundestagswahlkreis zugeschnitten. Wir wissen, was für einen guten Klang der Name Guttenberg in Oberfranken hat. Aber im Rest Bayerns, außerhalb Bayerns, haben viele Leute sich verwundert, die Augen gerieben und haben gesagt, ob das gut geht, wenn die jetzt in dieser Krise einen 37-Jährigen zum Bundesminister für Wirtschaft und Technologie machen. Da haben wir viel gewagt. Aber wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Und heute spüren die Menschen, dass aus Oberfranken, aus unserer Heimat, ein Bundeswirtschaftsminister kommt, der Wirtschaftspolitik mit Augenmaß und Vernunft macht. Und darauf sind wir stolz. Da dürfen Sie schon mal klatschen. Sondern setzen wir uns doch her zum Essen.